Guck mal hier noch. Hier ist auch diesmal keiner. Ah ne, hier war ja ein hier kann nichts weiter sein. Ist auch nichts weiter. Das ist doch... Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Hängt da ein Dürer? Interessant. Das ist doch der Speisesaal, oder? Von Potter. Ein Gemälde mit drei jungen Frauen. Okay, ist hier hinten noch irgendwas? Okay, also es kommt öfter vor, ne? Was haben wir denn hier? Eine Dankurkunde. Certificate of Appreciation. Danksagung. Das gesamte Team des Films Harry Potter und die Kammer des Schreckens möchte hiermit dem Christchurch College dafür danken, dass uns dieser prachtvolle Saal als Drehort für Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei, zur Verfügung gestellt wurde. Okay. Noch irgendwas? Nee. Also ist es der Raum? Ist es hier? Diese Feuerböcke haben Lewis Carroll also dazu inspiriert, Alice diesen langen, langen Hals zu verpassen. Nicht schlecht. Allerdings fällt mir nichts Außergewöhnliches an diesem Hals auf. Abgesehen davon, dass er... Lang ist. Lang ist. Und hier? Nichts. Auch nichts. Was haben wir noch? Gar nicht. Warte mal, ein Feuerbockhut. Auf dem Hut ist irgendwas, aber es ist ziemlich klein. Das Symbol des Daedalus-Clubs. Es muss sich dabei um eine Nachbildung des originalen Feuerbocks handeln. Ganz schön aufwendig. Dieser Feuerbock gehört also zum Rätsel. Aber was muss man damit machen? Okay, ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich hab's. Okay. Ich wollte eigentlich anziehen. Da war nur ein Goldstück drin. Der Hinweis auf den nächsten Ort muss also im Rätsel selbst stehen. So. Ich brauche nur noch ein Goldstück. Müssen es noch schnappern lassen, ne? Wenigstens. Klick, klick. Schnapp. Okay, da kommt wieder was zusammen. So. War das hier? Das war das hier, ne? Wenn das im Rätsel selbst stecken muss. Finde Alice. Was war das? Weit, ne? Ist sie nicht. Folge ihren besten Flicken. Nee, festen Blicken. So rum war das. Das Rätsel Alle Wirrlos C aus dem Black Wand. Weit ist sie nicht. Das hatten wir angeguckt, ne? Ich frage mich, ob Alice eine von Ihnen sein könnte. An dieser Stelle erwartet man eigentlich die Signatur des Künstlers, aber das hier sieht nicht so aus. Ja, was ist das hier? Das Symbol des Daedalus-Clubs. Ah. Also hat das Gemälde etwas mit dem Rätsel zu tun. Unglaublich. Die Jungs haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Dieses Buch, es sieht irgendwie merkwürdig aus. Ich könnte versuchen herauszufinden, was es mit diesem Buch auf sich hat, aber das wird dann eine ganz schöne Fitzelarbeit. Ich kann hier was benutzen.
Was? Ach so, ich kann auf das... Ah, hier ist was drunter. Warte mal, Messer. Hatten wir nicht sowas? Ah, einfach kaputt gemacht. Was haben... Oder haben wir... Ach, wir haben noch nicht... Unter dem Buch ist etwas. Niemand, alles kaputt. Und noch ein Goldstück. Ich liebe dieses Rätsel. Oh, wir haben ein ganz teures Bild kaputt gemacht. Das war's. Jetzt nur noch dieses Bilderrätsel lösen, dann habe ich es wahrscheinlich geschafft. Okay, wir wissen ja, dass das alles eingedeutscht wurde, ne? Das heißt, Schaf, SC. SC, ja, SC könnte Reis sein. SC, Riss, also Christ. Christ. Okay. Das ist ein Schuh. C, H, U. Frosch. C, H, U, R. C, H, Church. Christ Church, okay. So weit, so gut. Achso, das Plus ist hier. Ah ja, okay. Ich habe mich gerade gewundert, ob das irgendwas ist hier. Warte mal. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Melone oder so, ne? Melone. 3 ist ein. Oder wird das vorher subtrahiert? Ich glaube vorher, ne? Melone. Also. Melo. Melo. Medovs. Christchurch Meadows ist es dann. Christchurch Meadows. Das, aber da waren wir doch vorhin gerade. Warte mal. Hier in den Gärten war das. Ah, guck mal, jetzt können wir nämlich hier hingehen. Auf der anderen Seite der Mauer ist eine Wiese. Vielleicht sollte ich mich dort mal umsehen. Das Rätsel besagt, sucht zuletzt den heißen Vasen. Weißen Hasen? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich, wenn, dann hier irgendwo im hohen Gras fündig werde. Oder ein Stein? Ich weiß es nicht. Ach Gott, warte mal, was kommt hier jetzt? Ah, halt. Ja, hier oben habe ich irgendwie so eine... Nee. Kann man hier mal... Ja, warte mal. Such zuletzt den heißen Hasen und gib ein des Reimers Namen. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Oh. Da ist etwas. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Das bisschen Schmutz wird mich schon nicht umbringen. Ein weißer Hase. Oh, des Reimers Namen, des Reimers Namen. Laut dem Rätsel soll ich des Reimers Namen eingeben. Wer ist damit gemeint? Kann ich speichern, okay. Um...
Tja. Was sagt die Uhr hier überhaupt? 5:05. Oh Gott, wie hieß denn? Ja, stimmt, ja, das ist Reimers Namen, aber das ist ein bisschen schwierig rauszufinden, oder? Oh Gott, wie hieß er? T9. Mit 2 R's, ja, ne? Karl. 2 L's? 2 L's. Ich hab's! Meine alle wirrlos C-Münze. Auf dieser hier sind andere Wahrzeichen von London. Mich würde mal interessieren, wie das im englischen Original heißt. Okay, wir haben, glaube ich, die finale Münze jetzt geschafft hier, ne? Also die Rätselreihe. So, okay. Sehr gut. Aber es ist schon krass, ja, dass da keiner drauf kommt. Dass es so zufällig entdeckt wird oder so. Na, der Kaninchenbau, der wird da bestimmt schon irgendwann mal geflutet worden sein. In Christchurch ist immer noch was? Warte mal, dann gucken wir nochmal. Was ist denn da noch? Oder müssen wir mit ihm hier noch reden? Nee, mit ihm können wir nicht. Ich wüsste im Moment nicht, was ich ihn fragen könnte. Was gucken. Die konnten wir bisher noch nicht anrufen, ne? Im Moment wüsste ich nicht, warum ich dort anrufen soll. Genau, im Moment wüsste ich nämlich nicht, warum. Ich muss einfach wissen, was Sache ist. Hallo, sind Sie Mrs. Addington? Ja, was kann ich für Sie tun? Hier spricht Miss Pembroke vom St. Edmund Hall College, Universität von Oxford. Es gibt da ein Problem mit der Anmeldung Ihres Sohnes Charles. Ja, was ist denn los? Ich hoffe, es ist nichts Wichtiges. Geht es dem Jungen gut? Keine Sorge, Madam. Wir sind uns nur nicht sicher, ob uns mit seinem Foto vielleicht ein Fehler unterlaufen ist. Würden Sie Ihren Sohn bitte kurz beschreiben? Natürlich. Er ist groß, hat blaue Augen, wunderbares blondes Haar und zarte Gesichtszüge. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Das ist merkwürdig, weil die Person auf dem Foto in unseren Unterlagen kleiner und etwas, pummeliger wirkt. Ja, er hat sich innerhalb des letzten Jahres stark verändert. Er ist gut 20 Zentimeter gewachsen und ist jetzt im Sportverein. Sie können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie komisch das für eine Mutter ist, wenn sich der eigene Sohn in einen Adonis verwandelt. Dann ist ja alles in Ordnung. Danke und entschuldigen Sie bitte die Störung, Mrs. Addington. Keine Ursache. Auf Wiederhören. 20 Zentimeter. So viel zu meiner Theorie. Der ist in einem Jahr 20 Zentimeter gewachsen? Der muss doch Schmerzen gehabt haben ohne Ende, oder? 20 Zentimeter. Wir gehen mal zum Daedalus Club, wir haben die Mütze fertig.
Miss Everett, ich hatte gehofft, dass Sie heute hier vorbeischauen. Freut mich, dass Sie mich vermisst haben. Ich habe vorhin ein bisschen ausgemistet und etwas gefunden, das Ihnen gefallen könnte. Was ist das? Eine magische Laterne. Man stellt ein Bild hinein und die Laterne projiziert es dann wie ein Hologramm nach außen. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Oh, wow! Da ist ein Schmetterling dabei, aber Sie können jedes beliebige Bild dafür verwenden. Früher hat man solche Laternen gerne bei Seancen benutzt. Was kostet sie? Sie stand jahrelang im Schaufenster und es wäre unangemessen, dafür Geld von Ihnen zu verlangen. Ich schenke sie Ihnen. Oh, wirklich? Das ist ja nett von Ihnen. Ich... So könnte der Geist aber projizieren. Vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal bei meinen Shows benutzen. Genau. Danke. Gern geschehen. Okay, übrigens, ich hab... Geht nicht. Ich muss direkt sprechen. Ja, Samantha. Ich will Ihnen etwas zeigen. Ich habe das Foto gestern Abend im Fitnessraum auf dem Campus gemacht. Und Sie haben niemanden gesehen? Nein, es war dunkel und ich hatte nur das Blitzpulver. So habe ich das Foto gemacht. Wie man sieht, ist nicht viel darauf zu erkennen. Ich habe eins der Gewichte an den Kopf gekriegt und bin bewusstlos geworden. Als ich wieder zu mir kam, war er weg. Er? Gewagte Theorie. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es eine Frau war. Ich habe wahrscheinlich eher gesagt, weil ich die Person nicht wirklich leiden kann. Ich war nur für ein paar Minuten bewusstlos. Danach waren alle Gewichte in der Mitte des Raumes zu einer Pyramide aufeinander gestapelt. Und die Drähte, oder was auch immer er für den Trick verwendet hat, waren weg. Er hat nicht die von mir aufgestellten Fallen an den beiden Türen ausgelöst. Also hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass er beobachtet wird. Wer auch immer dahinter steckt, ist ein Meisterillusionist. Vielleicht einer der besten auf der ganzen Welt. Sie müssen diese Person kennen. Wer wäre zu so etwas fähig? Wer wäre wohl fähig genug? Die Sache ist wirklich amüsant. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Welche? Ach, das ist doch offensichtlich. Ach so, okay. Wenn Sie mir nicht verraten dürfen, wer es war, können Sie mir wenigstens sagen, wie ich es selbst herausfinden kann? Was würden Sie an meiner Stelle tun? Es schmeichelt mir, dass Sie mich um Rat fragen, Miss Everett. Lassen Sie mich nachdenken. Warum ändern Sie nicht einfach den Zeitpunkt oder Ort des nächsten Experiments? Sagen Sie niemandem ein Sterbenswörtchen. Nur Sie und Dr. Stiles dürfen Bescheid wissen. Und selbst die Testpersonen dürfen es erst im letzten Moment erfahren. Natürlich. Der Eindringling muss den Experimentplan kennen und hat viel Zeit investiert, um diese Tricks vorzubereiten. Wenn wir das nächste Experiment im letzten Moment ändern, hat er keine Chance, schnell genug zu reagieren. Danke, das ist eine sehr gute Idee. Gerne doch. Okay. Hat er wieder was Neues im Portfolio? Zaubertinte. Ja, dann ahne ich schon wieder was. Da kommt ja bald ein neuer Zauberspruch-Einsatz hier, ne? So. Nee, ich sehe hier nichts weiter. Also bleibt's nur bei der Tinte, ne? Okay. Wir bezahlen automatisch beim Ausgehen. Ich möchte bezahlen. Bitte sehr. Oh, vielen Dank für Ihren Einkauf. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Hallo? Verdammt, da kann ich das Ding ja gleich ausschalten. Das ist ja ein Empfang in Oxford, ne? Ach, guck an.
Oh mein Gott. Helena und Mephistopheles? Vielleicht hatte David ja recht. Es ist eine von den Mädels. Und die beiden haben mich komplett zum Narren gehalten. Ich habe ihnen alles anvertraut. Wo ist sie jetzt hingegangen? Oder vielleicht mit ihm reden? Warte mal, vielleicht können wir ja mit ihm reden. Moment, ich will zurück. Miss Everett. Ja. Hi, schön Sie zu sehen. Ich kann ihn nicht fragen. Okay. Oder nicht okay, je nachdem. So, dann machen wir mal, was haben wir denn hier? Bibliothek? Wir gehen mal zur Bibliothek. Harvey. Harvey Kinderman. Wird Zeit, dass er mir mal Rede und Antwort steht. Papierschredder, Drehkreuz, Büste, Bücher, Papierstapel. Wir brauchen aber erstmal wieder unseren Bibliotheksaus- oder Studentenausweis, weil sonst kommen wir ja nicht durchs Drehkreuz. Achso. Oh, ein Stapel leerer Blätter. Im Moment brauche ich kein Papier, aber gut zu wissen, dass man in Oxford nicht an Bürozubehör spart. Okay, super. Mit ihr können wir nicht. Wir reden gleich mit ihm. Hey, Harvey. Wen haben wir denn da? Unsere Ausreißerin. Wo warst du gestern Abend? Hatte dein Hexenbesen eine Panne? Ich musste etwas erledigen. Styles war begeistert, das kannst du glauben. Was machst du da? Ach, ich wünsch mir nur, ich wär tot. Ich muss diese 20-seitige Hausarbeit bis morgen fertig haben. Lieber würde ich mir die Augen an Madonnas Stahl-BH ausstechen. Aber zum Glück bin ich fast fertig. Ich hab gerade noch genug Lebenskraft, um den Text abzuschließen. Zaubern? Okay. Verschlossen, Teil und Herrscher, Zaubertintenfleck. Ich glaube nicht, dass das hier passt. Dafür brauche ich etwas. Oh. Okay, für zerrissenes Papier brauchen wir Zeitung brauchen wir Papier, ne? So, reicht das aus, oder was? So. Scheint auszureichen. Dann gucken wir mal. Wir nehmen... Dann fangen wir mal an. Dieser Trick benötigt das Vorbehalt, aber sorgt sicher für große Panik. Zuerst brauchst du ein Opfer mit einem Gegenstand aus Papier, zum Beispiel eine Zeitung, eine Hausarbeit oder ein wertvoller Lesebrief. Da steht sogar Hausarbeit drin, ne? Liebesbrief. Zuvor musst du eine Kopie des Gegenstands anfertigen, selbst wenn es nur ein leeres Stück Papier ist, das du gekonnt zusammenfaltest, damit es wie das Original aussieht. Verstecke die Kopie in deinem linken Ärmel. Also, was ist das hier? Das ist seine Arbeit, okay. In den linken Ärmel, das ist der rechte Ärmel. Links. Hammer. Nimm den Originalgegenstand in deine rechte Hand. Rechte Hand. So. Platziere die Kopie in deine linke Hand. Ja. Bewege das Original in deine linke Hand über die Kopie. So. Okay. Lenke dein Publikum ab. Ey, guck mal da, ein Eichhörnchen. Ne?
Gespielte Wut über irgendeine Passage im Dokument wäre eine gute Idee dafür. Bewege die Kopie in deine rechte Hand, während das Original in deiner linken Hand bleibt. Okay, die Kopie geht jetzt danach drüber. Lass das Original in deinen linken Ärmel verschwinden. Ja. Manipuliere jetzt die Kopie, indem du sie plötzlich in Stücke zerreißt. Rechtes Objekt manipulieren. Hey, geht die Uhr richtig? Ist es wirklich schon 6? Auf welchen Drogen bist du denn? Ist doch erst Nachmittag. Sorry, ich bin mit meinen Gedanken schon beim Experiment heute Abend. Wenn wir schon dabei sind... Was machst du da? Wie wär's, wenn du meine Blätter einfach liegen lässt? Schreibfehler. Und da noch einer. Sam, leg die Blätter bitte wieder hin. Du machst mich echt fertig. Du meine Güte, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Jetzt ist Schluss mit lustig, Kinderman. Vielleicht gebe ich dir deine Blätter wieder zurück. Aber nur, wenn du mir die Wahrheit sagst. Wahrheit? Was willst du? Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Ich habe das Drehbuch in deinem Zimmer gesehen. Ein seltsamer, entstellter Wissenschaftler, ausgesaugte Gehirne. Du hast die ganzen Vorfälle inszeniert, um Material für deinen Film zu kriegen. Gib's zu! Was? Ich? Nein, ich... Verdammt nochmal, Sam! Gut, ich hatte vielleicht ein paar Ideen in der Richtung. Aber die basierten auf den Vorfällen und nicht andersrum. Lüg mich nicht an! Du arbeitest doch mit jemandem zusammen, oder? Mit einem Zauberer. Deswegen wusstest du auch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und hast vor dem Black Wand rumgelungert. Ein anderer ist für die Tricks verantwortlich und du bist der Spitzel. Was für ein Zeug rauchst du denn? Ja, David Blaine und ich sind ein eingespieltes Team. Ja, darf ich mich vorstellen? Doppelagent Harf. Es überrascht mich, dass ich dir ins Netz gegangen bin. Meine Vorgesetzten beim CIA werden nicht begeistert sein. Verdammt nochmal, was ist nur los mit dir? Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Und ich hoffe für dich, dass das nur ein dummer Trick war und meine Blätter noch ganz sind. Das meine ich ernst. Mist. Mann, ich sollte dich dafür wirklich hassen. Tut mir leid. Warum bist du eigentlich so drauf? Gestern Abend ist doch nichts passiert, oder? Im Fitnessraum. Wir sehen uns, Harf. Es ist nichts passiert, oder? Weißt du, wir haben doch gar nichts gegen dich. Aber du machst es uns echt nicht leicht. Ach ja? Wieso ich? Im Gegensatz zu dir kann ich mir Freundschaften nicht leisten. Wie so viele andere Dinge. Hat sie ihm das jetzt wiedergegeben oder haben wir das jetzt behalten? Ich hoffe doch, sie hat es wiedergegeben. So, P wie Fortschritt. Alle Wirrlos C. Ist doch noch nicht erledigt, oder was? Der Geist, der tötet an will, das haben wir. Ermittlung im Club der Lämmer. Da sind wir noch nicht viel weiter. Bonuskapitel, Planänderung. Okay. Speichern wir nochmal. So.